So, aber jetzt zurück zur Kinematik. Wir hatten uns zunächst allgemein mit der Beschreibung von Bewegungen von Teilchen bzw. Massenpunkten auseinandergesetzt. Dann haben wir voriges Mal zwei spezielle Situationen betrachtet. Einmal die allereinfachste, die unbeschleunigte Bewegung, sind dabei draufgekommen, das ist eine geradlinig gleichförmige Bewegung, die sehr einfach zu beschreiben ist. Und dann die gleichförmig beschleunigte Bewegung, die ist nicht mehr ganz so einfach, aber auch nicht so kompliziert. Und als Beispiel in unserer Umgebung haben wir also den freien Fall betrachtet und haben also mit dem Fallschnurexperiment gesehen, dass also der freie Fall sicher keine gleichförmige Bewegung ist, aber sehr gut mit dem Konzept der gleichförmig beschleunigten Bewegung zusammenpasst, also konstante Beschleunigung. Und daraus wird man dann im Rahmen der Dynamik die entsprechenden Schlussfolgerungen auf die Wirkung einer Kraft, dann eben der Gravitationskraft schließen. Also ziehen. Also jetzt in dieser Woche in den Methoden werden wir diese Gravitationskraftwirkung mit dieser Cavendischen Drehwaage quantitativ ermitteln und die elektrischen Wechselwirkungen in der Elektrostatik zwischen geladenen Kugeln, das schauen wir uns in einem zweiten Experiment an. Also das gleich vorweg gesagt, wie gesagt, als Einleitung zur Dynamik. Heute aber hier in der Vorlesung werden wir noch eine weitere wichtige Bewegung besprechen, nämlich die Kreisbewegung. Die Kreisbewegung eines Teilchens ist also weder unbeschleunigt noch gleichförmig beschleunigt. Also ein bisschen komplizierter. Dennoch sehr wichtig in verschiedenen Zusammenhängen. Insbesondere werden wir das, was wir da jetzt über die Kreisbewegung besprechen, auch benötigen, wenn es dann um die Bewegung des starren Körpers geht, insbesondere die Rotation von starren Körpern. Da greifen wir dann wieder darauf zurück. Aber jetzt schauen wir uns einmal an, wie man so eine Kreisbewegung konkret beschreiben kann. Also angesagt heute ist die Kreisbewegung. Da kommt es zunächst einmal drauf an, wie in vielen anderen Fällen auch, dass man sich zunächst einmal über die Geometrie dieser Situation ins Klare kommt. Wir wollen zunächst einmal ein Bezugssystem festlegen und wir nehmen dazu ein kartesisches mit aufeinander senkrecht stehenden Koordinatenachsen und wollen jetzt noch zusätzlich dazu voraussetzen, dass es sich um ein Rechtssystem handelt. Es stellt sich heraus, dass es zwei Arten von kartesischen Systemen gibt. Das Rechtssystem und das Linkssystem. Und das ist spiegelbildlich zueinander. Wenn also x, y, z hier ist, schaut also einmal die z-Achse so heraus oder so heraus. Also so wie die ersten drei Finger der rechten Hand, das ist das Rechtssystem, ersten drei Finger der linken Hand, das Linkssystem. Und wir wollten jetzt einmal voraussetzen, dass unser Basiskoordinatensystem, das Bezugssystem, ein Rechtssystem ist. Ich werde dann gleich nachher darauf zurückkommen, weshalb diese Voraussetzung wesentlich ist. Und wir gehen also davon aus, die Bewegung erfolgt auf einem Kreis, wie gesagt. Das heißt, es gibt eine feste Drehachse, um die sich dieses Teilchen dreht. Und wir nehmen dann auch an, dass der Koordinatenursprung unseres Bezugssystems auf dieser Drehachse liegt und daher auch unbeschleunigt ist. Nun werden wir mal versuchen, diese Sache darzustellen, indem ich da einmal die Drehachse halt so punktiert einzeichne
und da bewegt sich also dieses Teilchen auf einem Kreis so herum, da hier durchstößt die Drehachse die Kreisebene und zu einem bestimmten Zeitpunkt möge sich dieses Teilchen etwa gerade hier befinden. Das ist der Abstand von dem Kreismittelpunkt. Als Ursprung böte es sich jetzt an, den Kreismittelpunkt zu wählen, aber aufgrund einer gewissen Allgemeinheit, die wir dann dringend brauchen werden, wenn wir die Bewegung eines starren Körpers beschreiben möchten, ist es zweckmäßig, den Ursprung zwar auf der Drehachse, aber nicht notwendigerweise in den Mittelpunkt zu wählen. Also wähle ich ihn zum Beispiel hier. Das sei also der Ursprung unseres Koordinatensystems. Das heißt aber, dass der Ortsvektor unseres Teilchens, das da auf der Kreisbahn sich bewegt, da so von dem Ursprung zu dem Punkt P, wo sich das Teilchen eben befindet, hinweist. Und da wollen wir auch jetzt gleich einmal anfangen, uns klar zu machen, wie das ist. Wenn Sie sich das genau anschauen, das kann umspringen. Entweder, wie man sich es vielleicht zuerst denkt, schaut man von oben auf diese Kreisfläche drauf und die Achse schaut so nach vor heraus. Aber wenn Sie Ihre räumliche Vorstellungskraft ein bisschen anstrengen, dann können Sie sich auch denken, dass man von unten auf die Kreisfläche draufschaut und die Achse nach hinten in die Tafel hineinschaut. Und das ist in dem Fall jetzt, wo es dann auch um Drehrichtungen und so geht, relativ wichtig. Wir wollen uns jetzt einmal eben klar machen, dass wir in einer bestimmten Weise da drauf schauen, und zwar so, dass diese Drehachse nach vorschaut. Und da möchte ich auch hier diesen Vektorpfeil da als Hütchen ausgestalten, dass man sieht, von welcher Richtung man auf diesen Pfeil draufschaut. Und dann können wir auf diesem Kreis hier noch einen gewissen Ausgangspunkt festlegen. Und von diesem Ausgangspunkt aus hat dann der Radiusvektor, der Radiusvektor R hier, also mit der Länge R, da gerade einen Winkel Phi überstrichen, wenn er gerade bis zu diesem Punkt her, P hierher gekommen ist. Und der Kreisbogen, der da überschritten wird, den nennen wir klein s. Von diesem Ausgangspunkt hier, den ich als P0 bezeichnen möchte, ein spezieller Ausgangspunkt, den man halt festhält auf dieser Kreisbahn, zu dem jeweiligen Punkt, wo man sich befindet. Ja, aus dieser Zeichnung kann man gleich zwei wichtige Dinge erkennen, nämlich, dass einerseits die Bogenlänge, die hier überstrichen wurde, von diesem Massenpunkt, der sich da eben auf der Kreisbahn bewegt, dass diese Bogenlänge S gegeben ist als dieser Radius mal dem Winkel. Radius mal dem Winkel Phi. Phi ist daher natürlich hier auch im Bogenmaß gegeben. Das ist meistens in der Physik so üblich. Der Winkel im Bogenmaß mal dem Radius ist gleich dem überstrichenen Bogen. So ist das ganz einfach ja definiert. Andererseits kann man auch erkennen, dass dieses Groß R, wenn man sich dieses rechtwinkelige Dreieck da hier anschaut, weil dieser Radius hier steht ja senkrecht auf die Drehachse, die da so durchstößt durch diese Kreisbahn. Wenn man sich also das anschaut, sieht man sofort, dass dieses Groß R zusammenhängt mit einem anderen Winkel, nämlich mit einem Winkel Theta hier, dem da. So, das ist ja dann hier die Gegenkathete, dass das R gleich klein r mal Sinus dieses Winkels Theta ist. Das ist der Winkel Theta, das ist klein r, das ist der Ortsvektor r Pfeil und der Betrag von r Pfeil
das nennen wir R. Und R mal Sinus Theta ist dieser Radius der Kreisbahn. Das ist also das, was wir zunächst einmal hier sehen. Und vielleicht deute ich hier noch die Richtung der Bewegung an mit einem solchen Hütchen, auf das man von hinten drauf schaut, dass das nicht umklappt, das ist wirklich hinten. Und man schaut so drauf, und man schaut von oben auf die Kreisfläche und diese Drehachse schaut also so etwas nach vorne heraus. Ich glaube, so kann man sich das schon ganz gut vorstellen. Haben Sie zu dieser Darstellung einmal irgendwelche Fragen? Ist irgendwas unklar dabei? Na, wenn das so nicht ist, dann schauen wir uns einmal gleich an, wie man das jetzt konkret, möglichst effizient beschreiben kann. Und da zeigt sich, dass die Einführung einer weiteren Größe hier sehr wichtig ist und sehr zweckmäßig, nämlich die Einführung der Winkelgeschwindigkeit. Wir nennen die Winkelgeschwindigkeit Omega und werden ihr dann auch vektoriellen Charakter geben. Daher ist es die Winkelgeschwindigkeit Omega Pfeil. Leider muss ich sagen, obwohl ich mich jedes Jahr schon sehr bemühe, es möglichst klar darzustellen, bei Prüfungen kommt es dann immer irgendwie unklar heraus. Also denken Sie mit und unterbrechen Sie mich gleich, sollte was unverständlich sein, aber es ist an sich so watschen einfach, dass es gar nicht unverständlich sein sollte, nur oft kommt es dann doch irgendwie zu Verwirrungen. Also, was verstehen wir unter der Winkelgeschwindigkeit? Und die definieren wir aufgrund mehrerer Eigenschaften. Einmal aufgrund des Betrages dieses Winkelgeschwindigkeitsvektors, den nennen wir einfach die Winkelgeschwindigkeit, so wie der Betrag des Geschwindigkeitsvektors auch als die Geschwindigkeit bezeichnet wird, im Englischen Speed. Wir haben, wie gesagt, nicht diese Unterscheidung, das wirklich wörtlich zu trennen. Also der Betrag, den definieren wir uns einmal, damit klar ist, was mit Winkelgeschwindigkeit gemeint ist. Also mit einem ersten Globulus hier definieren wir uns den Betrag der Winkelgeschwindigkeit. Das nennen wir einfach Omega, so machen wir es ja häufig. Wenn wir den Betrag eines Vektors nehmen, lassen wir einfach den Pfeil weg und meinen den Betrag. Also das ist ja da nichts Besonderes, das ist, wie wir es sonst auch machen. Und das definieren wir einfach als d phi nach dt, wobei phi also der Winkel der ist, der von diesem Radiusvektor in einer bestimmten Zeit überschritten wird, ausgehend von einer Anfangsposition. Was heißt das? D phi nach dt bedeutet der Winkel, der von diesem Radiusvektor pro Zeiteinheit überstrichen wird. Winkel ist an sich eine dimensionslose Größe, sonst könnte ja auch das hier nicht gelten. Weil S, die Bogenlänge, ist eine Länge in Metern, R, der Radius, ist eine Länge in Metern, nur da bleibt für das Phi keine Dimension mehr über. Also der Winkel ist dimensionslos. Das heißt, die Dimension von dem wird wie lauten? Was? Ich höre gar nichts. Ja, Sekunde hoch minus 1. Oder 1 durch Sekunde. Also ich schreibe halt hier her, Sekunde hoch minus 1. Da sehen Sie schon, das ist was anderes als die normale Geschwindigkeit, die Sie alle kennen, weil die hat die Dimension Meter pro Sekunde. Die Winkelgeschwindigkeit hat die Dimension 1 pro Sekunde. Oder anschaulich gesagt, Winkel pro Zeiteinheit, aber Winkel hat keine Dimension. Und daher bleibt 1 durch Zeiteinheit. Also bitte merken Sie sich, der Betrag der Winkelgeschwindigkeit ist der Winkel, der bei dieser Kreisbewegung von diesem Radiusvektor pro Zeiteinheit überstrichen wird.
Und da kann man sich schon vorstellen, wenn das also so schnell rotiert, wird dieser Winkel pro Zeiteinheit größer sein. Und das ganz langsam rotiert, ist der Winkel pro Zeiteinheit kleiner. Nicht? Also ein Ringelspiel, in dem wir uns ja alle ständig befinden, ist die rotierende Erde. Schon allein deshalb ist es wichtig, sich klarzumachen, wie Kreisbewegungen funktionieren. Und die Erdbewegung hat natürlich auch eine gewisse Winkelgeschwindigkeit. Nur das kann man sich ja leicht dann überlegen. Also, das ist der Betrag der Winkelgeschwindigkeit. Als nächstes wollen wir die Richtung des Winkelgeschwindigkeitsvektors vorgeben. Und das ist jetzt der nächste Stolperstein, wo ich dann oft sehr merkwürdige Antworten bekomme. Und das ist schade, weil es ist für Sie wichtig. Sie werden sehen, Sie haben öfters mit Winkelgeschwindigkeitsvektoren zu tun, nicht nur in der Vorlesung, sondern überhaupt. Der Vektor der Winkelgeschwindigkeit, der ist parallel zur Drehachse gerichtet. Man ist ja immer gewöhnt, eine Geschwindigkeit zeigt irgendwie tangentiell zur Bahnkurve. Nicht so beim Winkelgeschwindigkeitsvektor. Das ist eben nicht in dem herkömmlichen Sinn eine Geschwindigkeit, sondern halt eine Winkelgeschwindigkeit. Und das ist was anderes. Der liegt also parallel zur Drehachse. Na, jetzt ergibt sich natürlich sofort die Frage, und wohin zeigt er? Der hat ja noch die Möglichkeiten, entweder nach oben da zu zeigen oder nach unten. Ja, was ist überhaupt oben und unten? Nicht? Das richtet sich nun wiederum nach der Umdrehungsrichtung hier. Das ist ja sehr praktisch, weil dadurch kann man dann alle wesentlichen Eigenschaften dieser Kreisbewegung inklusive die Orientierung dieser Kreisbahn durch die Angabe des Winkelgeschwindigkeitsvektors in eindeutiger Weise beschreiben. Die Winkelgeschwindigkeit durch den Betrag, die Drehachse durch seine Richtung und ob sie sich jetzt so dreht oder so dreht, danach richtet sich es, ob der so oder so zeigt. Und da muss man sich auf was einigen. Und das, worauf man sich einigt, ist eine rechte Handregel. Also, das wird Ihnen natürlich jetzt irgendwie sehr unbefriedigend vorkommen. Gerade mit der Hand und rechte gerade, warum? Nicht? Also ich werde gleich dazu noch etwas mehr sagen. Aber jetzt einmal eben die rechte Handregel. Die besagt, wenn ich meine, lassen Sie mich das zuerst aussprechen, dann tun wir. Wenn ich meine Hand so lege, dass meine vier Finger da, abgesehen vom Daumen, in Richtung der Drehbewegung zeigen, dann zeigt der Daumen in Richtung des Winkelgeschwindigkeitsvektors. Das heißt, für unsere Situation liegt der Winkelgeschwindigkeitsvektor so und ist so ein Hütchen da und zeigt also da so nach vorne. Aber wohlgemerkt, wir hatten ja angenommen, wir haben ein Rechtskoordinatensystem, wo die Koordinatenachsen so aufeinander folgen wie die ersten drei Finger der rechten Hand. Jetzt mache ich eine Unterbrechung und frage Sie gleich, was wollten Sie? Ja, ja, Richtungssinn. Nein, mit Richtungssinn, wie soll ich das sagen? Oder Orientierungssinn kann man auch sagen. Nicht? Die Richtung gibt an, wozu er parallel liegt. Und der Richtungssinn sagt, zeigt er so oder zeigt er so. Nicht? Das ist damit gemeint. Also, die rechte Handregel. Und ich glaube, die ist also sehr einfach. Man hat ja die rechte Hand immer bei der Hand, nicht? Und daher kann man das also sehr leicht immer machen. Wenn Sie das so machen, zeigt er darauf und damit ist die Geschichte eindeutig. Und damit können Sie das so darstellen. Würde der Körper anders herum rotieren, nehmen Sie wieder die rechte Hand, aber dann rotiert er ja so und dann zeigt das Ding nach unten. Aber jetzt eben die Frage, warum die rechte Hand?
das hängt, und das werden wir jetzt nicht im Einzelnen besprechen, in der Vektor- und Tensorrechnung machen wir das ein bisschen genauer, aber Sie kriegen das früher oder später sowieso. Das hängt damit zusammen, dass man bei diesem Winkelgeschwindigkeitsvektor es erstmals jetzt für uns hier nicht mit einem wirklichen Vektor im eigentlichen Sinn zu tun haben, sondern eher mit etwas ein bisschen Symbolischem. Das nennen wir einen Axialvektor oder einen Pseudovektor. Der hat also einen kleinen Fisch sozusagen. Und der Fisch ist, wenn man eine Koordinatentransformation so durchführt, kann man immer machen, nicht? Dass man von einem Rechtssystem auf ein Linkssystem transformiert, dann klappt dieses Ding um. Nicht die Drehbewegung. Dem Teilchen ist es völlig egal, was wir für ein Bezugssystem wählen. Das rotiert halt, wie es eben rotiert. Nicht? Aber wenn wir jetzt ein Linkssystem gewählt hätten, dann würde ich hier angeben, Richtung sind linke Handregel und dann verwende ich die Hand, das ist die linke, und wenn ich das dann jetzt so mache, zeigt natürlich das nach unten. Nicht? Das ist ja, schauen Sie, der eine Daumen geht drauf, der andere runter, also das ist ja an sich ganz klar. Nein, nur, dass man sich das halt klar macht. Nicht? Das ist immer mit diesen Spiegelungen und rechts, links, Uhrzeigersinn, gegen Uhrzeigersinn, wenn Sie von oben drauf schauen, ist der Uhrzeigersinn, wenn Sie von unten drauf schauen, ist dasselbe auf einmal dagegen. Also da muss man aufpassen mit diesen Dingen. Deswegen bemühe ich mich heute so zu beschreiben, dass das für Sie eindeutig ist. Wir nehmen ein Rechtskoordinatensystem an, dann gilt da hier auch die rechte Handregel. Und das sollte für Sie jetzt aus praktischen Gründen einmal genügen. Nachdem Sie aber alle analytische Geister sind und das mit der rechten Hand irgendwie eine Einschränkung ist, sage ich eben gleich dazu, da ist auch irgendwo eine kleine willkürliche Annahme, nämlich das mit dem Rechtskoordinatensystem, das ich ja nicht wählen muss. Es gibt eine zweite Möglichkeit, nämlich die Link. Mehr gibt es nicht. Das kann ja mal so oder so. Mehr kann ja nicht sein. Nicht? Und dann ist es auch die linke Handregel. Es ist das auch deshalb wichtig, dass ich Ihnen hier gleich erkläre, weil Sie werden sich vielleicht erinnern, in der Elektrodynamik, das lernt man ja auch in der Schule, Magnetismus, Spulen und so, da gibt es auch so diverseste rechte Handregeln. Nicht? Wenn durch eine Spule der Strom so durchfließt, dann geht das Magnetfeld in der Richtung. Werden Sie sich vielleicht schon öfters gedacht haben, wieso hat der Herrgott sich das so ausgedacht, dass das gerade mit der rechten Hand gehen muss. Nicht? Das ist auch so in dem Zusammenhang zu sehen. Und wir werden im Sommersemester dann auch feststellen, dass dieser Vektor der magnetischen Flussdichte ebenso wie der Winkelgeschwindigkeitsvektor eigentlich nicht ein Vektor, sondern ein Pseudovektor ist, der auch umklappt. Der elektrische Feldvektor macht das lustigerweise nicht. Also über das sprechen wir dann im Sommersemester. Ich möchte Ihnen das nur irgendwie einmal in die Perspektive setzen. Hier lernen wir das erstmals kennen und dieser Begriff des Axial- oder Pseudovektors, der ist für die Physik von überraschend großer Bedeutung. Dass sogar so einfache Vektoren, die man schon nach ein paar Stunden Kinematik kennenlernt, schon so eine merkwürdige Eigenschaft zeigen. Und man soll das, finde ich, nicht unter den Tisch kehren. Warum soll ich das? Dass ich jetzt lieber nichts darüber rede, damit es für Sie nicht zu kompliziert ist. Ja, so kompliziert ist es ja auch wieder nicht. Und in weiterer Folge, damit wir das nicht jetzt ständig so mitführen wollen, müssen, nehmen wir heute an, wir bleiben bei dem Rechtskoordinatensystem und dann können wir ja das mit der rechten Handregel schlucken. Nicht? Aber zumindest gesagt soll es einmal sein, dass das nicht so im Raum stehen bleibt. Also so viel zu dem Winkelgeschwindigkeitsvektor. Verständlich, der geht nicht tangentiell zu der Richtung, sondern der ist in der Drehachse. Das ist ganz was anderes. Der greift nicht quasi wo an, sondern der symbolisiert diese Drehung, indem seine Richtung die Drehachse angibt, seine Orientierung angibt, in welcher Richtung es sich so oder so dreht und die Länge angibt, wie groß die Winkelgeschwindigkeit ist. Mehr braucht man nicht wissen. Wenn man das hat, weiß man alles, was die Drehbewegung betrifft längs einer Kreisbahn. Das ist also der Winkelgeschwindigkeitsvektor. Und Sie werden jetzt sich vielleicht denken, wer braucht das? Sie werden es gleich sehen. Es zeigt sich nämlich, dass er außerordentlich praktisch ist. Man kann nämlich mit Hilfe dieses Winkelgeschwindigkeitsvektors
dann die Geschwindigkeit dieses Körpers auch in einer sehr einfachen, eleganten Weise darstellen. Ich möchte aber nur, wenn wir schon bei der Winkelgeschwindigkeit sind, auch kurz noch die Winkelbeschleunigung erwähnen. Sowas gibt es auch. Also, wir haben ja gehabt Geschwindigkeit, Beschleunigung, jetzt haben wir Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung. Das geht in völlig ähnlicher Weise. Das nennen wir einfach Omega-Punkt. Und das ist nichts anderes als die Omega nach dt. Also Omega-Pfeilpunkt ist gleich natürlich d Omega nach dt. Das ist die Winkelbeschleunigung. Na, dementsprechend, wenn Omega schon die Dimension Sekunde hoch minus 1 hat, noch einmal nach der Zeit, Sekunde hoch minus 2. Die Änderung der Winkelgeschwindigkeit in pro Sekunde, wieder pro Sekunde. Daher kriegen wir da diese Sekunden hoch minus 2. Ich glaube, das kann man sich schon vorstellen. Und eine Sache ist hier gleich einfach zu sagen, dieses betragsmäßig ist es natürlich so, dass der Betrag gleich ist d Omega nach dt. Wenn aber Omega schon d Phi nach dt ist, dann ist das d 2 Phi nach dt Quadrat. Und wir nehmen natürlich an, habe ich schon gesagt, weil es sich um eine Kreisbewegung handelt, dass die Drehachse unverändert bleibt. Wenn sie die nämlich irgendwie ändern würde, dann hätte es irgendwie so komisch Spiralen drauf. Das wollen wir nicht. Das kann dann beim Kreisel passieren. Aber hier schauen wir uns nur eine Kreisbewegung an. Das heißt, wenn es ein Kreis ist und bleibt, dann ist die Drehachse zeitunabhängig. Das heißt, wenn Omega die gleiche Richtung beibehält, dann wird das Omega-Punkt immer in Richtung Omega zeigen müssen. Das kann sich nur so ändern, dass seine Länge sich ändert, aber nicht seine Richtung. Und wenn sich nur die Länge von dem Omega ändert, bedeutet das, dass der Änderungsvektor wieder parallel zum ursprünglichen ist. Also Omega-Pfeil-Punkt ist parallel zu Omega-Pfeil. Einfach, weil wir ja annehmen, es handelt sich um eine Kreisbewegung. Aber jetzt wollen wir also absahnen sozusagen, was wir jetzt mit diesem Ding anfangen können. Weil was wir ja eigentlich wollen, ist, dass wir diese Bewegung dieses Punktes auf dem Kreis hier in einer möglichst übersichtlichen Form beschreiben können. Und natürlich wäre es einmal schön, wenn wir den Geschwindigkeitsvektor da hier schön angeben können. Das ist dann auch so ein Vektor, der da so noch vorzeigt. Das ist der Geschwindigkeitsvektor. Wo soll ich den beschreiben? Oben oder unten? Der verändert sich laufend. Weil während dieser, die Frage war, ob sich der verändert. Natürlich, denn während der Punkt da herumwandert, wird das ständig da so herumgehen und der Vektor ändert jedenfalls seine Richtung, kann aber auch seine Länge verändern, weil wenn Sie ins Ringelspiel steigen, ruht es ja noch, man springt ja nicht auf normalerweise. Und wenn das dann anfängt, dann fängt es an, sich zu drehen. Und da wird also dann nicht nur der Vektor ständig die Richtung ändern, sondern wird auch schneller. Und es gibt sogar so verrückt schnelle Ringelspüle, wo man dann so ganz wild herum. Also gut, Sie verstehen schon. Also das heißt, dieser Tangentialvektor ändert ständig seine Richtung und im Allgemeinen auch seine Länge. Da heißt es nicht gar so einfach, das darzustellen, aber wir wollen das also in einer möglichst einfachen und übersichtlichen Weise darstellen. Eben den Geschwindigkeitsvektor V. Und da zeigt sich, dass man das ganz gut kann, eben mit Hilfe des Winkelgeschwindigkeitsvektors. Zunächst einmal schauen wir uns den Betrag an.
der Betrag dieses Geschwindigkeitsvektors v Pfeil, den bezeichnen wir natürlich auch einfach als v, wie üblich, der Betrag, da lassen wir den Pfeil weg. Und das ist natürlich nichts anderes als ds nach dt, die Änderung der Wegstrecke mit der Zeit. ds nach dt, das ist auch ein Skalar, weil ja die Bogenlänge auch ein Skalar ist. Und jetzt haben wir aber da stehen, dass das s gleich r mal phi ist. Und r ändert sich ja nicht, es geht ja um eine Kreisbahn. Das tut nicht nach außen spiralen oder nach innen spiralen, sondern das ist eine Kreisbahn. R ist also konstant, ds nach dt wird daher r mal d phi nach dt sein. R mal d phi nach dt, naja, und nachdem das d phi nach dt definitionsgemäß gleich Omega ist, ist das gleich Omega mal R. Wobei darauf zu achten ist, dass das unser Groß R hier ist, der Kreisradius, und nicht die Länge des Ortsvektors, die da hier länger ist als dieses R. Also Omega mal R. V ist gleich Omega mal R. Na, das kann man sich, glaube ich, auch gut vorstellen, dass das dimensionsmäßig hinkommt. Bei Omega hat die Dimension Sekunde auch minus 1, R hat die Dimension Meter, so kommt ein Meter pro Sekunde heraus. Also da hat man einen sehr klaren Anwendungsfall, wie man also mit Hilfe der Winkelgeschwindigkeit bei bekanntem Kreisradius die Bahngeschwindigkeit, also den Betrag der Geschwindigkeit dieses Massenpunktes, ausrechnen kann. Aber jetzt werden Sie sagen, na gut und schön, aber was hat das jetzt mit der vektoriellen Darstellung dieser Winkelgeschwindigkeit zu tun? Und da zeigt sich jetzt, man kann das auch vektoriell schreiben. Indem man da jetzt im Wesentlichen überall Vektorpfeile dazusetzt. Statt V ist gleich Omega mal R, schreiben wir V-Pfeil ist gleich Omega-Pfeil Kreuz R-Pfeil. Jetzt allerdings hier ein klein R-Pfeil. Auf das muss man aufpassen. Natürlich muss ich Ihnen auch erklären, warum das auch richtig ist, dass man das wirklich so machen kann. Und dazu muss man auch wissen, was man unter dem vektoriellen Produkt versteht. Na, das haben wir an diejenigen gerichtet, die in der Vektor- und Tensorrechnung sitzen, noch nicht eingeführt, weil das ein bisschen eine kompliziertere Sache ist, aber Sie kennen es jedenfalls auch aus der Mittelschule, vielleicht auch aus der mathematischen Einführung vom Kollegen Delago. Also, das vektorielle Produkt zweier Vektoren ist wieder ein Vektor, der senkrecht auf den einen und senkrecht auf den anderen steht. Damit steht dieser Vektor hier senkrecht auf die von Omega und R aufgespannte Ebene. Und die Länge dieses Vektors V, die ist gleich zahlenwertmäßig der Fläche des von Omega und R aufgespannten Parallelogramms. Das ist die Definition. Also wenn Sie da zwei Vektoren haben, Omega und R, dann schaut Omega Kreuz R senkrecht auf beide und die Länge ist gleich der Fläche dieses Parallelogramms. Bleibt wieder die Frage, zeigt es jetzt auf die Seiten oder zeigt es auf die andere Seite? Sie sehen, hier trifft uns das schon wieder. Immer wenn irgendwo ein Vektorprodukt auftritt, sind auch wieder irgendwelche so merkwürdigen Orientierungen um die Ecke schon wieder vorhanden. Und da gilt für dieses vektorielle Produkt, darüber wird aber meistens weniger gesprochen, dass die Orientierung dieses Produktvektors sich nach der Orientierung des Koordinatensystems richtet. Da haben wir es schon wieder. Also, wenn x, y und z, die drei Achsen, so aufeinander folgen wie die ersten drei Finger der rechten Hand, da ist rechts, nicht? Wenn Sie mich da anschauen, ist wieder blöd, ich sage rechts und bei Ihnen ist links. Nicht? Aber ich, das muss man, naja. Wenn also das
Koordinatensystem ein Rechtssystem ist, dann gilt auch für dieses vektorielle Produkt ganz allgemein, so ist es in der Definition des vektorellen Produktes, dass die drei Vektoren, in dem Fall also Omega, R und Omega Kreuz R, in der gleichen Weise aufeinander folgen wie die Basisvektoren, also wie die Koordinatenachsen. Wenn ich also ein Rechtskoordinatensystem wähle, dann heißt das, Omega R und Omega Kreuz R folgen so aufeinander wie die ersten drei Finger der rechten Hand. Wenn ich ein Linkskoordinatensystem verwende, dann gilt das weiterhin und das V zeigt dann in die andere Richtung. Dann haben wir Omega R und Omega Kreuz R zeigt in die andere Richtung. Jetzt werden Sie sich denken, das war äußerst unbefriedigend. Weil, wenn ich jetzt eine Spiegelung mache, dreht sich auf einmal die Geschwindigkeit um. Das tut sie doch in Wirklichkeit nicht. Sie haben völlig recht. Aber auch der Winkelgeschwindigkeitsvektor klappt um, wenn man von einem Rechts- in ein Linkssystem übergeht, weil dann wird eine linke Handregel draus. Und bei der gleichen Rotation zeigt das Ding dann nach unten. Und wenn Sie dann außerdem bei dieser Darstellung hier noch richtigerweise die linke Hand verwenden, dann klappt also das Omega ja um, das R bleibt, was es ist, und das V bleibt auch, was es ist. Also auf die Art und Weise stimmt das wieder. Aber ich gebe schon zu, da muss man sich das Hirn ein bisschen zerspragen dazu. Wir werden uns das also jetzt im Sinne des Rechtssystems noch einmal genau anschauen. Aber jetzt einmal zur Beschreibung dieser und zur Rechtfertigung dieser vektoriellen Schreibweise. Da müssen wir also schauen, ob bei dem Vektor V-Pfeil alles stimmt. Schauen wir uns einmal den Betrag an. Der Betrag, das ist also der absolut V-Pfeil oder absolut Omega Kreuz R. Na, und den Betrag des vektoriellen Produktes, so wie Sie das ja aus der Schule und ich nehme an auch vom Kollegen De Lago gehört haben, lässt sich ja schreiben als Betrag des einen mal den Betrag des anderen mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Beim Skalarenprodukt ist es der Cosinus, beim Vektorprodukt ist es der Sinus. Das werden Sie hoffentlich nie durcheinander bringen. Das ist sehr, sehr wichtig, die Unterscheidung. Also Betrag des einen, das ist das Omega, mal Betrag des anderen, mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Der eingeschlossene Winkel zwischen Omega und R, das ist das Theta. Nicht das Phi, das Theta, sehen Sie das? Also mal Sinus von Theta. Das rechnen wir jetzt einmal aus, es kommt da hier heraus. Na und weil also jetzt das Groß R gleich ist Klein R mal Sinus Theta, dann sehen Sie ja, dass das gleich ist dem Groß R. Es kommt heraus, der Betrag von V ist gleich Omega mal Groß R und das stimmt ja. Also ein Hackerl dran, das stimmt einmal. Der Betrag ist richtig, ja? Na, das Nächste, was wir brauchen, ist also die Richtung und der Richtung Sinn. Und da bleiben wir jetzt einmal, damit es übersichtlich bleibt, bei einem Rechtssystem, so wie ich das hier hergeschrieben habe, damit wir nicht zu viel auf einmal herumwurschteln. Also Richtung und Richtungssinn. Oder Orientierung, kann man ja auch sagen. Na, schauen wir uns das an. Um uns das klar zu machen, wollen wir uns also anschauen, wie können wir jetzt dieses Omega-Kreuz R da schön sichtbar machen. Und da werde ich jetzt ein bisschen hineinfahren müssen in meine eigene Schrift und Sie werden das vielleicht auch tun, wenn Sie das gezeichnet haben, indem wir diesen Vektor R-Pfeil einmal da hinauf verschieben. Und uns denken, er greift hier an. Da zeichnen wir noch einmal den Vektor R-Pfeil ein. Denn wir wollen eben das vektorielle Produkt zwischen R und Omega bilden.
Omega schieben wir auch da herüber, parallel daher. Das liegt dann so. Das ist das Omega-Pfeil. Und jetzt schauen Sie sich an, wie liegt dann Omega Kreuz R? Na, das Omega ist da normal auf diesen Radius hier, weil es steht ja senkrecht auf die Kreisebene. Und das R, das steht hier senkrecht auf den Geschwindigkeitsvektor. Da haben Sie also hier einen Winkel von 90 Grad. Das heißt also, V steht senkrecht zu Omega und senkrecht zu R. Und dementsprechend senkrecht auf die von Omega und R aufgespannte Ebene. Und das passt, weil Omega Kreuz R ist ein Vektor, der senkrecht auf Omega und senkrecht auf R steht. Senkrecht auf Omega und senkrecht auf R, weil das R steht ja wieder senkrecht auf die Kreisbahn. Also ist Omega wirklich V-Pfeil, wirklich Omega Kreuz R. Jetzt ist nur mehr die Frage, ob auch die Orientierung richtig ist. Und wenn wir ein Rechtssystem haben, bleiben wir bei der rechten Hand. Und da sagen wir also, Omega, R und V müssen so aufeinander folgen, wie die ersten drei Finger der rechten Hand. Schauen Sie her, Omega, R und V. Tatsächlich, es zeigt in der richtigen Richtung. Also das ist in jeder Beziehung richtig. Also ist auch die Richtung und der Richtungssinn okay. Jetzt bleibt vielleicht noch, das wollen wir uns schon noch klar machen, wie es jetzt ausschauen würde, wenn wir ein Linksystem betrachten würden. Naja, dann ist es so, dass die Drehung, der ist es egal. Das dreht sich nach wie vor so. Aber wenn Sie ein Linkssystem haben, wird der Winkelgeschwindigkeitsvektor zwar die gleiche Länge haben, auch die gleiche Richtung, aber die Orientierung wird sich nach der linken Hand richten. Und wenn Sie das so dreht, zeigt es nach unten. Ich kann also da jetzt, sagen wir mit einer roten Farbe da, diesen Vektor nach unten einzeichnen. Das ist jetzt für das Linkssystem. Dann würde der hier auch entsprechend nach unten gehen. Und wenn ich jetzt die linke Hand, das ist wieder das Omega, und jetzt schauen wir uns wieder Omega Kreuz R an, Omega R und Omega Kreuz R, jetzt mit der linken Hand. Omega, ja, das ist, ja, naja, soweit kann ich das schlecht spreizen. Omega R und Omega Kreuz R zeigt aber wieder in diese Richtung, weil einerseits hat einer der beiden Vektoren seine Orientierung geändert, der andere nicht. Und andererseits bestimmt sich jetzt die Orientierung des vektoriellen Produktes eben nach der anderen Hand. Und damit bleibt das V nach wie vor richtig. Es klappt also das Omega um, wenn man eine Spiegelung durchführt von rechts nach links, nicht aber natürlich die reale Drehung und auch nicht der tatsächliche Geschwindigkeitsvektor. Der ist also ein wirklicher Vektor. Den lässt es kalt, wenn man von einem Rechts- auf ein Linkskoordinatensystem geht. Hingegen der Winkelgeschwindigkeitsvektor, den nennt man, weil er eben parallel zu einer Achse liegt, einen Axialvektor oder Pseudovektor, weil er halt nicht wirklich ganz alle vektoriellen Eigenschaften erfüllt, die man erwarten würde. Ein richtiger Vektor, der was auf sich hält sozusagen, nicht? Der bleibt, was er ist, egal was für eine Koordinatentransformation man macht. Aber der hat halt eben diese kleine Schwäche sozusagen, dass man kann schon transformieren, was man will, solange es Rechtssysteme bleiben. Aber wenn man auf ein Linkssystem umtransformiert, klappt er um. Also das ist ein Punkt, den ich an dieser Stelle etwas ausführlicher mit Ihnen besprechen wollte, dass Ihnen der Begriff des Axialvektors hier einmal untergekommen ist. So, wieder eine kleine Unterbrechung. Gibt es eine Frage dazu? Ist irgendwas für Sie unklar geblieben bei dem Ganzen? Wollen Sie zusätzlich was wissen?
Also dann wissen alle, was der Winkelgeschwindigkeitsvektor ist. Dass der nicht parallel zum Geschwindigkeitsvektor ist, sondern dass er senkrecht auf die Bahnebene steht und dass sein Betrag gleich der Winkelgeschwindigkeit ist und dass die Winkelgeschwindigkeit gleich dφ nach dt ist und dass das der Winkel pro Zeiteinheit ist. Mit diesen Dingen sollten Sie heute aus dem Hörsaal hinausgehen und das auch möglichst nicht mehr verlieren. Sowas braucht man also sehr häufig. Man soll sich mit Drehbewegungen als Physiker auskennen. Noch dazu, wie gesagt, nachdem wir dauernd auf seinem großen Ringelspiel unser Leben zubringen. Okay, aber eine Sache möchte ich doch noch erwähnen, weil ich sie so oft erleben musste bisher. Wenn ich frage, was ist der Winkelgeschwindigkeitsvektor, kriege ich zur Antwort, Omega ist gleich R Kreuz V. So könnte man wunderschön definieren. Das stimmt einfach nicht. Und Sie können sich auch sofort überlegen, das kann auch nicht stimmen. Das Omega hat die Dimension Sekunde hoch minus 1, das R hat die Dimension Meter und das V hat die Geschwindigkeit Meter Sekunde hoch minus 1. Da auf der linken Seite steht Sekunde hoch minus 1 und da steht Quadratmeter pro Sekunde. Also vergessen Sie das möglichst schnell hier wieder. Das gilt nicht. Obwohl sich irgendwie immer wieder unausrottbar irgendwie herumspricht und man immer wieder glaubt, das muss so sein. Also so ist es nicht, das ist schlichtweg falsch. Naja, also jetzt haben wir eine schöne Möglichkeit gefunden, in einfacher Weise die Geschwindigkeit dieses Punktes auf seiner Kreisbahn darzustellen. Jetzt ist die Frage, können wir uns das nutzbar machen? Denn es ist ja für uns interessant, uns zu überlegen, wie groß wird denn jetzt eigentlich die Beschleunigung sein? Selbst wenn also diese Kreisbahn so durchlaufen wird, dass die Winkelgeschwindigkeit sich gar nicht ändert, also wenn das Ringelspiel schon angelaufen ist und dann mit konstanter Winkelgeschwindigkeit weiterläuft, oder unser irdisches Ringelspiel, wo die Winkelgeschwindigkeit ja auch in sehr hoher Näherung konstant bleibt, selbst dann haben Sie natürlich mit einer Beschleunigung zu rechnen, weil ja eben der Geschwindigkeitsvektor sich dauernd ändert. Und die Beschleunigung ist die Änderung des Geschwindigkeitsvektors pro Zeiteinheit. Und wenn er sie ändert, auch wenn er seinen Betrag gleich hält, aber die Richtung ändert, wird es einen Beschleunigungsvektor geben. Und das wollen wir natürlich uns jetzt ausrechnen. Und da zeigt sich, wenn man das jetzt hat, wir haben uns ja überlegt, dass das richtig ist, dann können wir diesen Beschleunigungsvektor auch gleich ausrechnen. Wir rechnen uns also aus die Beschleunigung A-Pfeil. Naja, wir wissen ja, was die Beschleunigung ist. Das ist einfach V-Pfeil, Punkt. Ganz allgemein. Ja, und jetzt haben wir glücklicherweise, jetzt bleiben wir wieder in einem Rechtssystem, damit wir nicht gar so viel hin und her überlegen müssen mit der einen Hand und mit der anderen Hand. Nicht? Also nach wie vor, das war nur so ein kleiner Ausritt, da, dass ich Ihnen das da zeigen wollte, dass Sie sehen, es passt auch, wenn man es mit der linken Hand macht. Also V-Pfeil, Punkt. Naja, wie differenziert man denn ein vektorielles Produkt? Da zeigt sich, wenn man sich das also in Komponenten aufschreibt und das dann genau anschaut, das wollen wir jetzt alles nicht durchführen, das wissen Sie alles und wenn nicht, wissen Sie, wo es nachschauen können, dann zeigt sich, dass das Differenzieren eines vektoriellen Produktes auch die Produktregel beinhaltet. Also erster Faktor differenziert mal zweiter unverändert plus erster unverändert mal zweiter differenziert. Das ist Ihnen ja, glaube ich, allen bekannt. Nicht? So diese Basisweisheiten unserer Zunft, die sind Ihnen ja bekannt. Das gehört ja zu unserer Sprache, mit der wir da täglich kommunizieren. Nicht? Also, vielleicht bevor ich da jetzt fortsetze, noch eine wichtige Bemerkung. Sie dürfen das nicht einfach umdrehen.
sonst ist es falsch. Das vektorielle Produkt hat die wichtige Eigenschaft, dass es nicht wie das Skalarprodukt kommutativ ist, sondern dass es antikommutativ ist. Wenn man die beiden Faktoren umdreht, zeigt der Vektor in die andere Richtung. Sonst täte das auch mit linker Hand und rechter Hand und so weiter nicht mehr funktionieren. Wenn Sie die beiden Vektoren umdrehen, dann schaut das dann ganz anders aus. Dann liegen die ja anders. Also, es ist wichtig, dass das Omega zuerst kommt und dann das R. Sonst ist es falsch. Und das kann man sich dann sofort überlegen, weil wenn Sie es umgekehrt machen täten, täte die Geschwindigkeit in die Gegenrichtung zeigen. Und das ist ein Blödsinn, weil wenn der so dreht, dreht er sich halt so. Okay, und jetzt müssen wir hier natürlich erst recht wieder auf die Reihenfolge der Faktoren aufpassen. Das ist natürlich ein bisschen unangenehmer als bei den reellen Zahlen, da braucht man sich nicht kümmern. 5 mal 8 ist dasselbe wie 8 mal 5. Aber bei den Vektoren und bei dem vektorellen Produkt ist das nicht so. Da muss man halt ein bisschen sorgfältiger und vorsichtiger umgehen. Also, was kriegen wir? Einmal haben wir also zwei Summanden. Einmal differenzieren wir das erste und lassen das zweite unverändert. Omega Pfeil Punkt Kreuz R Pfeil plus. Und das zweite ist jetzt, dass wir da schreiben, erstes unverändert, mal zweites differenziert. Omega Pfeil Kreuz R Pfeil Punkt. Und dieses R Pfeil Punkt, das ist natürlich gleich V Pfeil. R-Pfeil-Punkt, das habe ich jetzt da gar nirgends hingeschrieben, aber das wissen Sie ja, das haben wir schon besprochen, bei der Definition der Geschwindigkeit, dass das R-Pfeil-Punkt gleich V-Pfeil ist. Und damit können wir das weiter umschreiben und können also schreiben, das ist gleich unverändert einmal Omega-Pfeil-Punkt Kreuz R-Pfeil plus, und da steht jetzt Omega Kreuz V-Pfeil. Und für das V-Pfeil können wir gleich wieder das einsetzen da. Und damit kriegen wir Omega Pfeil Kreuz Omega Kreuz R. Grauslich schaut das aus. Wie Sie sehen, selbst bei so einfachen Zusammenhängen kommt es bereits zu mehrfachen Vektorprodukten. Weil man da, das kann man natürlich auch beim vektorellen Produkt, weil das 2 liefert wieder einen Vektor und das mit denen liefert wieder einen Vektor. Also das passt. Also vielleicht schauen wir da ein Folgepfeil, machen noch einmal ein A-Pfeil, lässt sich also auch so schreiben. Und jetzt wollen wir schauen, ob wir diesen beiden Termen, die da hier stehen, auch eine anschauliche Bedeutung zumessen können. Und das machen wir einmal zuerst. Bei dem ersten Term da, was hat der für eine Bedeutung? Na, schauen wir uns das an. Omega Pfeil Punkt Kreuz R Pfeil. Was erhalten wir da? Na, das rechnen wir uns aus. Den Betrag einmal. Der Betrag von Omega Punkt Kreuz R. Was ist das? Na, das ist so wie es da steht, Omega Punkt gleich Kreuz R, und da schreiben wir, das ist also erster Betrag mal zweiter Betrag mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Also Omega Punkt mal R mal Sinus des eingeschlossenen Winkels zwischen Omega Punkt und R. Omega Punkt ist aber immer parallel zu Omega, und der Winkel zwischen Omega und R, das ist das Theta. Also haben wir hier mal Sinus von Theta. Das ist das, was wir als Betrag herausbekommen. Dieses klein r mal Sinus Theta ist aber das Groß R. Also kriegen wir hier Omega Punkt mal Groß R. Und das bedeutet jetzt, dass dieses Omega Punkt mal Groß R leicht interpretiert werden kann. Weil die Geschwindigkeit ist Omega mal R. Daher ist die Ableitung des Geschwindigkeitsbetrages nach der Zeit bei konstantem Groß R einfach Omega Punkt mal R.
Also ist das nichts anderes als der Betrag des Geschwindigkeitsvektors, abgeleitet nach der Zeit. Also so schreiben wir. Betrag von dv-Pfeil nach dt. Der Betrag von v-Pfeil ist Omega mal r. Nach der Zeit abgeleitete Betrag von dv nach dt ist daher r mal Omega Punkt. Und das ist genau das, was hier steht. Da geht also ein, dass der Betrag von v gleich Omega mal r ist. Also diesen ersten Term, da sehen wir schon, der ist betragsmäßig gleich dem der Änderung des Geschwindigkeitsbetrages mit der Zeit. Schauen wir uns noch die Richtung an. Wie schaut die Richtung aus? Omega Punkt ist parallel zu Omega, daher ist Omega Punkt Kreuz R parallel zu Omega Kreuz R. Omega Kreuz R ist aber, wie hier steht, die Geschwindigkeit. Also ist dieser Vektor Omega Punkt Kreuz R, dieser Vektor ist parallel zur Geschwindigkeit V. Damit erkennt man, dass dieser Anteil des Beschleunigungsvektors die Tangentialbeschleunigung ist. Sie erinnern sich, wir hatten das beim allgemeinen Diskutieren des Beschleunigungsvektors besprochen, dass dieser ja nicht stets parallel zur Geschwindigkeit sein muss, sondern irgendwie liegen kann. Und wenn das so ist, dann hat er eine Komponente in Richtung der Geschwindigkeit und eine senkrecht drauf. Und da sehen wir Omega Punkt Kreuz R, was habe ich da jetzt geschrieben, ist parallel zu V und daher ist das die Tangentialbeschleunigung. Daher ist dieses Omega Punkt Kreuz R die Tangentialbeschleunigung. Das tritt also dann auf, wenn dieses Ringelspiel immer schneller wird. Da wird dann also der Betrag der Geschwindigkeit immer größer und die Geschwindigkeit, mit der der Betrag größer wird, das ist der Betrag der Tangentialbeschleunigung. Die Tangentialbeschleunigung gibt an, um wie viel sich der Geschwindigkeitsbetrag ändert. Na, jetzt schauen wir uns den zweiten Term an. Das Omega Kreuz R. Wie können wir das auswerten? Naja, Omega Kreuz V-Pfeil. Omega Kreuz V-Pfeil, dasselbe wie Omega Kreuz R. Na, da schauen wir wieder nach. Wie schaut es denn da zunächst mit dem Betrag aus? Der Betrag von Omega Kreuz V, wie rechnen wir uns das aus? Das ist der Betrag von Omega mal den Betrag von V mal dem Sinus des eingeschlossenen Winkels. Omega und V stehen aber senkrecht aufeinander. Der Sinus von 90 Grad ist 1. Das heißt, was da überbleibt, ist einfach Omega mal V. In skalaren Größen. Omega mal V. Naja, und das V, das können wir wieder von da oben einsetzen. Das V ist Omega mal Groß R. Also haben wir hier Omega mal Groß R oder Omega Quadrat mal Groß R. Das ist der Betrag dieses zweiten Terms. Und jetzt schauen wir aber an, was bedeutet das mit der Richtung? Schauen wir uns einmal an, wie ist denn Omega Kreuz V gerichtet und wie ist der Richtungssinn? Omega Kreuz V, da gehen wir da wieder zurück. Rechtssystem, rechte Hand. Omega V und Omega Kreuz V. Das ist nach innen gerichtet. Sehen Sie das? Senkrecht zu Omega und senkrecht zu V. Ich zeige es noch einmal aus der Nähe. Omega, V
und Omega Kreuz V. Zeigt also da herein, das ist der Vektor der Normalbeschleunigung. Die steht senkrecht auf die Bewegungsrichtung. Eine Normalbeschleunigung nach innen gerichtet. Also dieser Vektor Omega Kreuz V steht senkrecht auf den Geschwindigkeitsvektor. Und zum Kreismittelpunkt gerichtet. Daher nennt man diese Beschleunigung, also einerseits ist das daher eine Normalbeschleunigung, das ist also die Komponente des Beschleunigungsvektors normal auf die Geschwindigkeit. Dieser zweite Term ist also die Normalbeschleunigung und sie ist zum Kreismittelpunkt gerichtet. Daher nennt man sie auch Zentripetalbeschleunigung. Und das ist etwas, was einem zunächst einmal etwas überraschend vorkommt. Wieso? Zeigt da jetzt die Beschleunigung auf einmal zum Mittelpunkt. Das können Sie sich am besten veranschaulichen, wenn Sie an eine Kreisbewegung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit denken. Also das Ringelspiel ist auf vollen Touren und bleibt bei einer konstanten Winkelgeschwindigkeit. In dem Fall wird es eine Tangentialbeschleunigung gar nicht geben, weil wir ja gar kein dv nach dt haben, weil das Omega-Punkt gleich 0 ist. Konstante Winkelgeschwindigkeit. Da bleibt uns nur dieser zweite Term. Da ist dann die Zentripetalbeschleunigung schon die gesamte Beschleunigung. Nur für den Fall, dass es immer schneller rotiert, hat es auch einen Anteil der Beschleunigung, die in Richtung der Bewegung zeigt. Bei konstanter Winkelgeschwindigkeit gibt es nur diese Normalbeschleunigung. Aber bei konstanter Winkelgeschwindigkeit bleibt auch der Betrag des Geschwindigkeitsvektors konstant. Der ändert sich laufend, der Geschwindigkeitsvektor, ohne dass sich sein Betrag ändert. Das heißt, es gibt immer nur so einen kleinen Änderungsvektor, der senkrecht auf den Geschwindigkeitsvektor steht. Und dementsprechend ist der Beschleunigungsvektor, der ja dieser Änderungsvektor pro Zeiteinheit ist, senkrecht auf den Geschwindigkeitsvektor gerichtet. Das ist immer so ein Vektor, der die Geschwindigkeit um ein solches Stück weiter dreht, ohne den Betrag der Geschwindigkeit zu ändern. Also bei einer Kreisbewegung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit bleibt der Geschwindigkeitsvektor betragsmäßig gleich, ändert laufend natürlich seine Richtung und dieser Beschleunigungsvektor, der ja diese Änderung des Geschwindigkeitsvektors pro Zeiteinheit beschreibt, dieser Beschleunigungsvektor zeigt daher senkrecht nach innen, weil das ändert sich ja ständig so nach innen, wie dieser Geschwindigkeitsvektor sich ändert. Und das nennt man daher die Zentripetalbeschleunigung, weil sie nach innen gerichtet ist. Das ist es letztlich dann, wenn man die Dynamik dazu nimmt, das, was man braucht als Kraft gesehen, um sich im Ringelspiel halten zu können. Man muss sich ja nach innen ziehen, dass man nicht hinausfliegt. Und diese Kraft, die man dann auch als Zentripetalkraft bezeichnet, aber das können wir erst genauer dann machen, wenn wir mit der Dynamik uns beschäftigen, diese Kraft, die müssen wir aufwenden, um nicht aus dem Ringelspiel herauszufliegen, gewissermaßen. Ja. Omega, nicht W, Omega. Naja, dasselbe. Weil ja dann der Omega-Vektor nach unten zeigt. Machen Sie es linke Hand, machen wir Omega Kreuz V, das steht so da. Omega V und Omega Kreuz V.
es klappt der Omega-Vektor um, der V-Vektor bleibt und Sie verwenden die andere Hand, um das Vektorprodukt zu bilden. Zeigt wieder in derselben Richtung. Ja? Ich will mir nur diese Verrenkungen da ein bisschen ersparen und daher nicht zu oft das Koordinatensystem spiegeln. Aber es funktioniert schon. Okay. Ist Ihnen diese Überlegung verständlich, dass also bei konstanter Winkelgeschwindigkeit der erste Teil, wo ja Omega-Punkt drinnen steht, null ist. Daher gibt es da keine Tangentialbeschleunigung, nur eine Normalbeschleunigung. Und die nennt man die Zentripetalbeschleunigung. Petal, das kommt, glaube ich, aus dem Griechischen und bedeutet, dass man strebt zum Zentrum. Demgegenüber, ich möchte das schon jetzt auch schon einmal erwähnen, gibt es die vielleicht berühmtere Zentrifugalkraft. Die werden Sie kennenlernen als eine Trägheitskraft, wenn wir über bewegte und beschleunigte Bezugssysteme sprechen werden. Wenn man sich in einem rotierenden Bezugssystem, also etwa einem Ringelspiel befindet, dann wirkt auf jemanden, der da drinnen sitzt, eine nach außen gerichtete Trägheitskraft, die Zentrifugalkraft. Und die dieser Zentripetalbeschleunigung entsprechende Zentripetalkraft ist gerade notwendig, um diese Zentrifugalkraft zu kompensieren, sodass derjenige, der da in dem Ringelspiel ist, nicht herausfliegt aus dem Ringelspiel. Aber diese Überlegung mit der Wahl eines rotierenden Bezugssystems haben wir hier jetzt nicht angestellt. Wir sprechen nur über die Kreisbewegung in Bezug auf ein ruhendes Koordinatensystem und kommen dabei auf den Begriff der Zentripetalbeschleunigung. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich für Sie. Wir haben also jetzt den Winkelgeschwindigkeitsvektor kennengelernt und haben ein Beispiel für die Aufspaltung des Beschleunigungsvektors in einen tangentiellen und einen normalen Teil kennengelernt. Und Sie haben, glaube ich, auch gesehen, dass diese Darstellung des Geschwindigkeitsvektors sich als sehr nützlich erweist, um diesen Beschleunigungsvektor auch konkret ausrechnen zu können. Damit genug zu diesem Thema. Jetzt sehen wir uns eine Zeit lang nicht. Vergessen Sie aber nicht, dass heute bzw. morgen Methodengruppen stattfinden. Nächste Woche Donnerstag ist die nächste Vorlesung. Da werden wir uns dann mit der Dynamik zu beschäftigen beginnen und auch bereits Versuche mit der Luftkissenbahn durchführen. Also wir sehen uns in dieser Vorlesung nächste Woche Donnerstag wieder. Danke.